Viele, viele Kleintiere warten bei uns im Tierheim zurzeit auf ein neues Zuhause. In Niedersachsen sind Sommerferien und unser Kleintierboden quillt über. Unter anderem nicht mit Propellermaschinen, sondern mit reichlich Kleintieren. Wir fangen an mit der Familie Heureka. Deutscher Riese, richtig große. Ja. Muss man sagen. Die Mama ist 2021 geboren von der Familie Heureka. Und die Kinder sind am 29.06. geboren, also dieses Jahr. Mhm. Und die sind seit Juni bei uns im Tierheim. Ja. Sie kommen aus schlechter Haltung und sind über einen anderen Tierschutzverein zu uns gekommen. Und die Kinder werden natürlich noch vor der Vermittlung oder die jungen Böcke werden dann noch kastriert. Ne? Die sind ja noch sehr schüchtern, ja, aber neugierig. Genau. Mit Geduld lassen sie sich teilweise aber auch schon anfassen. Wir denken also, so Kinder ab 8 Jahren wären okay. Und sie sollten auf jeden Fall zu zweit oder zu anderen Kaninchen dazu vermittelt werden. Ne? Und toll wäre eine Außenhaltung, weil deutscher Riese, die werden ja wirklich richtig groß. Ja, sieht man ja auch schon an der Mama, wie groß die ist. Ist ja eine riesengroße Mama, da wäre natürlich eine Außenhaltung ganz hervorragend. Ja. Familie Heureka wartet auf ein neues Zuhause, vielleicht genau das Richtige für euch. Und weiter geht es mit einer Löwenkopf-Kaninchendame, und zwar der Lovis. Die Lovis ist ca. 2021 geboren und seit Juli bei uns im Tierheim. Ja, sozialverträglich und sehr zutraulich ist sie. Ja, und sie lässt sich auch gut und gerne streicheln. Sie wäre auch für Kinder geeignet. Und sie sucht jetzt eigentlich ein kastriertes Böckchen. Da ist die Innen- und Außenhaltung möglich. Außenhaltung ist natürlich grundsätzlich bei Kaninchen immer eine tolle Sache. Ja. Vielleicht passt es ja. Genau. Mit der Lovis-Dame. Und vielleicht habt ihr ja auch einen kastrierten Bock bei euch zu Hause und sucht eine hübsche Löwenkopf-Kaninchen-Dame dazu. Vielleicht ist es dann ja die Lovis, die passende Dame. Im Mai 2022 sind diese 6 hübschen Farbmäuse geboren. Ja. Kunterbunt, ja. Und richtig hübsch. Mhm. Fundtiere, die seit Juni bei uns im Tierheim sind, die sind in einer Kiste im Park ausgesetzt worden. Ja. Die Mäuschen sind halt scheu, sind halt Beobachtungstiere. Aber sehr sozial sind sie untereinander, deswegen sollte man sie schon mindestens zu dritt halten oder eben zu anderen Mäusen dazu gesellen. Ne? Wir denken, so Kinder ab 10 wäre durchaus okay. Ja, und sie brauchen halt wirklich einen abwechslungsreichen Käfig. Oder. Und nicht so einen Käfig, ja, sondern genau. Abwechslungsreich halt einen großen, ja, Käfig. Genau. Ganz wichtig. Es ist immer dann so, wenn man fragt, was erwartet. Och, wir haben noch so einen Käfig. Nein, nicht richtig. Farbmäuse, einige, warten bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause. Und grundsätzlich nochmal den Hinweis, sofern ihr Kleintiere, egal in welche Richtung es geht, erstmal bei uns im Tierheim anrufen oder eine Mail schreiben und anfragen, habt ihr vielleicht das Passende für uns? Wir suchen dies oder jenes an Kleintieren. Mhm. Das war's für diesen Monat. Bis dann. Tschüss.